Herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein, die Old Blood in der Taverne bei Kessler oder wo auch immer wir hier gerade sind. Ich glaube, es ist die Taverne, das Gasthaus bei Kessler. Ich habe jetzt mal kurz gesehen, als ich das Spiel gestartet habe, wir sind bei 31% Spielfortschritt in 3 Stunden 15 waren es, glaube ich. Also knapp 10 Folgen müsste es gewesen sein. Wenn das hier Folge 11 ist, habe ich es ganz gut gerendert. Wir checken hier trotzdem nochmal die ganze Base durch. Akimbo-Schrotze, wir wissen hier, wo wir aufgehört haben. Für mich ist das ein bisschen her. Ja, da sind beide voll, die da unten müsste auch voll sein, solange die voll ist. Wir wissen ja quasi, was kommt. Wir sollten aber dann auf jeden Fall da in der Nähe bleiben bei dem Hell. Da sind noch zwei. Da unten ist noch ein 80er-Paket. Verbandskasten FKZ. Wir gehen ja trotzdem mal zum Ist klar, Amerikaner. die Also Kerle gleich. sind tot. Sie können. Amerikaner! Ist schon gut. Wir hätten vielleicht erstmal lieber healen sollen. Ich habe was gesehen bei dem Typen, das habe ich in der letzten Folge halt immer gesagt. Oben die blauen Dinger, die sind als rot markiert. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man die auch wirklich trifft. Da. Wir nehmen dem die rechte Brustplatte ab und dann geht das ganze Ding auch immer so weiter. Wenn man treffen würde. Wir werden gar nicht dort getroffen oder kommt. Oh Gott, wir werden halt richtig hart getroffen. Da haben wir Nummer 2, ich hoffe, das war's jetzt. Ah ne, kommt doch durch, komm. Willst du mich verarschen? Oh Mama, weg. Jetzt hat lach. Nummer 3. Nach dreimal ist es meistens immer das gewesen bei Wolf. Wir haben kein Muni mehr. Alter, wir kassieren so richtig heftig von dem, ne? Down. Ah. Wow. Oh, 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 oh. Jetzt warte mal, ich muss hier kurz ein bisschen Muni einsammeln. Ne? Hätten wir vielleicht doch. Ne. Oh ja. Machen wir es halt nochmal. Machen wir es halt nochmal. Muss halt nicht wissen, dass ich da runter muss. Das ist Selbstzerstörung, falls er drauf geht. Alter, deswegen sollen wir so schnell zu dem. Super Fail, super Fail. Alles gut. Das mit Ihrem Kameraden tut mir leid. Danke. Wie war noch sein Name? Wesley. Wesley. Was ist mit dem Mädchen? Ich meine, wo kommt sie her? Ich habe sie aus einem Fahrradtransport nach Wolfsburg gerettet. Ihre Familie ist tot. Ich bin alles, was sie hat. Top. Annette Krause wuchs bürgerlich auf. Ihre Mutter starb, als Annette noch jung war und ihr Vater heiratete danach nicht wieder. Als das Regime in die Macht kam, wurde sie verfolgt und ihr Vater konnte sich mit Annette in den Bergen verstecken. Nach ihrer Entdeckung wurde der Zug in den sie nach ihrer Entdeckung steigen musste, in den Alpen von Widerstandskämpfern angegriffen und Annette kam frei. Ihr Vater überlebte jedoch nicht. Ludwig Kessler ist ein ehemaliger Journalist und Anführer der örtlichen Zelle des Wiesenau-Widerstands. Da sind wir nämlich schon wieder bei unserer Connection to TNO. Als Tarnung betreibt er das Gasthaus in Paderborn und sammelt Informationen über Helga von Schapps Machenschaften der nahegelegenen Burg Wolfenstein. Rudi Jäger in Motorrüstung. Rudi Jäger mit einem frühen Prototyp einer weiterentwickelten bewaffneten Motorrüstung von General Totenkopf. Die Rüstung besitzt zwei Minikanonen, die 14 mm Wolframgeschosse mit einer Feuerrate von 10.000 Schuss pro Minute abgeben können. Der Anzug wiegt beinahe eine Tonne, besitzt integrierte Batterien wie die Maschinensoldaten und bietet seinem Träger mit kugelsicheren Panzerplatten hohen Schutz. Alter. Ja, nicht wundern, dass er uns so zerfickt hat. Geheime Höhle.
Wir haben drei Gold vergessen. Eine geheime Höhle unter dem Dorf Paderborn, die Kessel dazu nutzt, Waren für den Widerstand zu schmuggeln. Dann liegt doch zum Beispiel ein Brief. Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie. Ich sollte das mitnehmen. Ich werde deine Worte niemals vergessen, Brigitte. Hinterfragt das System, steht auf für die Rechte eurer Mitmenschen, kämpft für eure Gleichberechtigung, seid freundlich zueinander und dafür haben sie dich ermordet. Ich will beenden, was du angefangen hast, Liebste. Werde ich je das Gefühl haben, dass Annette in Sicherheit ist? Vielleicht niemals. Sie will unbedingt ihre Freundin Wolfsburg finden. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Drei Nachrichten wegen Hofverrat zerhängt. Na ja, gut. Das erhängt hab ich schon mal vorgelesen. Sollte... Studenten, erhebt euch. Mitstudenten, könnt ihr voll an mich gehen. Gut, ist nichts anderes wie, dass man quasi gegen Totenkopf oder Generalstraße kämpfen soll. Agent Blaskowitsch, wir müssen los. Lass mich halt rein. Oder Level beenden. Select, Alter. Meine Sachen. Hier. Oh, danke. Und? Wo fahren wir hin, Kessler? Nach Wolfsburg. Dort werden wir Helga finden. Und auch die Akte. Was ist denn Wolfsburg? Der Tod, Agent Blaskowitsch. Der Tod. Okay, wir fahren dem Tod entgegen. Alles klar. Teil 2, die dunklen Geheimnisse der Helga von Schaps. Welcher Tag ist heute? Der 17. März. Sonntag. Heute ist Feiertag. Ja. Dies ist ein Geschenk für meine Freundin. Ich habe es bei meinem Vater gemacht. Es ist doch Brauch, sich was zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein. Was ist das? Eine Katze. Ihr Lieblingstier. Ich wollte sie ihr geben, aber dann kam sie und... Es ist schon so lange her. Alter, das Luftschiff. Diese Stadt ist voller Geheimnisse. Durch ihre Geschichte ziehen sich Tod und Zerstörung. Und jetzt wühlt Helga in ihren verrotteten Eingeweiden mit der morbiden Neugier eines Kindes. Ich kann mich selber nicht umschauen. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Meine Frau hat früher welche verteilt in der Hauptstadt. Das Regime hat sie dafür aufgeknüpft. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskowitsch kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wir hoffen was. Kapitel 5. Wolfsburg. Agent Blaskowitsch, Sie suchen nach OSA Agent 2. Ich habe Bescheid gegeben, dass Sie kommen. Agent 2 weiß, wo Helga ist. Gut. So viel Tote für eine dumme Akte. Wenn wir sie nicht finden, werden es noch viel mehr. Vogel. Annette und ich verstecken uns hier. Ich habe ein paar Funkgeräte vom Regime erbeutet. Damit sollten wir uns verständigen können. Nehmen Sie... Steigen Sie jetzt aus und helfen Sie mir, das Boot unter den Steg zu schieben. Errungenschaft Rache. Wird Kapitel 1 gewesen sein. Leg dich hin, meine Liebe. Okay. Lass erstmal ausrüsten. Hinter dem Marktplatz, nordwestlich hinter dem Gasthaus, neben Schmidts alter Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor.
Wir haben sogar alle Waffen. Wir haben ja sogar alle Waffen noch. Hä? Das blinkt doch. Ja, ja. Wir sollten eventuell ein bisschen sneaky vorgehen. Ne, dass die uns direkt entdecken. Jawohl. Was müssen wir jetzt machen? Überlade deine Rüstung um 200 zurück. Wie kann ich denn Rüstung überladen? Okay. Da können wir gleich nachschauen, wenn wir schon da sind, was jetzt noch abgeht. Schockkammer, wenn es funktioniert, dann machen wir uns mal daran. Heimlich getötete Kommandant, können wir uns da auch mal dran machen. Das können wir mal probieren, dass wir die Pistole. Auf 1 runterschießen. Oh. Oh. Ach, haben wir schon aus der Deckung eigentlich? Ja. Könnte man natürlich die Kugel geben, aber lass mal bitte warten. Obwohl, den sieht keiner, oder? Wir haben 93, wir brauchen jetzt einen 10er Rüstungsstack. 2x50 Meter. Alter, was geht denn da üben alles ab? Einer ist rechts, einer ist links. Wir wollen sneaky gehen. Da oben steht. Da steht Bonsai. Wenn er von näher kommt, drücke ich vielleicht gleich ab. Bis jetzt kommt dann Nonny. Da steht er. Wenn ich jetzt hier Stress mache, ne? Was war das für ein Geräusch? Da oben steht er. Da oben müssen wir hin. Der würde die Leiche sehen. Die Lilien singen in dem Mondschein. Jetzt links rein. Im Notfall müssen wir ihn direkt killen. Er darf nicht schreien. Wenn er hierher kommt, obwohl, vielleicht zieht er mich auch nicht. 9, 8, 7, 6, 5. Nicht umdrehen. Ach Gott. Das ist immer so unfassbar schwer. Ne? Wir haben noch überladen. Wir müssen auf 200 überladen, what the fuck. Das ist der 50er, liegt da noch irgendwo einer rum? Wenn ich den kill, weiß ich nicht, ob man da zieht. Obwohl, wen stört das, wenn ich ihn kille?
Ich muss warten, aber bis er hinterm Steg ist. Hier ist genau die falsche Pose, weil er würde es sehen und der Typ, der oben stand, wird es sehen. Jetzt würde man das richtig heftig sehen. Ich bin noch mit der Rüstung war, das hätte ich jetzt schon machen können. Nicht nachladen. Noch durch den R. Das ist ja da hinten. Das ist genau die Pose, die ich nicht brauche. Den da oben müssen wir noch machen. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Sobald der Fette schießt, habe ich... Geht er zurück. Das dauert jetzt alles ein bisschen Zeit, aber wir haben schon einiges geschafft hier. Hinter dem Ding muss er nachher da geben. Danach kümmern wir uns den da hinten, ne? Gott, beweg dich mal, du Krapfen, Alter. Deine ganze Dachzeit. Wenn ich halt den Schuss nicht treffen habe. Ein Problem. Weil darüber muss ich nicht zielen. Wenn ich nachlaufe, ist aber noch ein Problem. Oder funktioniert. Wollen wir so einen Stress machen. So, nächstes Ziel. Fetten nicht killen, oben killen. Wann macht man das am besten? Genau, wenn der Fette nicht direkt drunter steht. Er läuft da rein, der kriegt überhaupt nichts mit. Wenn er stehen bleibt, drückt mal ab. Wir sammeln dafür ganz schön, hey. 15 von 20? Warum nicht? Da hat jemand was gesagt oder nicht? Was zum Teufel? Das war sogar er. Wie komme ich denn an dem vorbei? Wenn ich da runterspringe, da ist die Leiter. Dann gehe ich hinten rum. Schau, dass ich dem Kommandanten ein Messer nahe drücke. Wenn er zurückläuft, springe ich ins Wasser. Muss halt Glück haben, dass ich langsam bzw. schnell genug bin. Merken wir mal die Armor hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bitte komm nicht her. Bitte komm nicht her. Er bleibt, glaube ich, stehen. Komm, dreh dich rum. 8, 7, 6, 5, 4, 3 und Messer. Da ich hier keinen mehr sehe, ich dürfte eigentlich keinen aufgeregt haben. Kommandanten sind down.
Jetzt werden wir ein bisschen Armor in den Kisten lassen. Oh ja, guck mal, ein Helm. Das ist kein Ding. Der muss halt wirklich Rüstung schauen, wo die war. Und da war es so unfassbar viel Gold, das habe ich jetzt schon wieder ein Gefühl. Lass einfach mal ein bisschen absuchen. Wenn nicht, dann täuscht mich halt mein Gefühl, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier was ist. Wahrscheinlich übersehe ich es jetzt wieder. Nee, komm, lass einfach mal weitergehen. Ich denke mir jetzt gerade selber so, wenn nicht, haben wir es halt nicht. Wobei ich natürlich gesagt habe, ich will alles mitnehmen, habe ich ja von Anfang an gesagt. Sind wir am Spawn? Im Spawnhaus? Okay. Dann finden wir wieder einen Schockhammer-Kill. Zwei heimlich getötete Kommandanten. Letzten Schuss mit Pistole haben wir auch gelevelt. Aber meines Erachtens schon ein wenig erfolgreich. Hoch gehen wir durch auch noch, nehmen seinen Helm mit. Brauchen wir nicht, aber wenn es schon mal da ist, sind das Konserven. So. Ach komm. Das war so ein Bolzenschusstyp, so ein Bomben. Wie sind die Dinger? Bombenschusstyp war das.